So, und willkommen zurück zu einem neuen Video zu News und Kommentaren am Sonntag. Und wir fangen erstens mit den neuen News an. Und zwar wird es in der Zukunft ein Community TS geben. Die IP seht ihr schon, das Infovideo kam auch schon vor ein paar Tagen, beziehungsweise vor 3 oder 4, wo ihr drauf schauen könnt. Das habe ich gemacht, damit Leute halt aus der Community sich miteinander verständigen können, auch mit mir und mit anderen Leuten wie dem Eike oder dem Torben von Rasko. Max wird öfters auch eventuell dabei sein und noch ein paar andere, die den TS weiter mit nutzen. Ihr könnt frei joinen und es gibt verschiedene Ränge, um das erstmal so zu erklären. Es gibt, jetzt muss ich selber mal nachgucken, Dani hat sich gut vorbereitet. Es gibt einmal den Zuschauerrang, das Mitglied, YouTuber, Streamer, Moderator, VIP und ja, mich halt. Streamer, Moderator und YouTuber werden nur an Leute vergeben, die wirklich entweder YouTuber oder Streamer sind, mit einer größeren Anzahl X Abonnenten. Oder auch Moderator wird nur an bestimmte Personen vergeben, denen ich traue und bei denen ich weiß, dass die keinen Scheiß machen. Zuschauer und Mitglied könnt ihr so werden. Mitglieder sind meistens meine Abonnenten und Zuschauer sind allgemein meist irgendwelche Leute, die nur Streams oder sowas dazukommen. Kita. Die dann einfach zugucken wollen. Dafür gibt es eine extra Community-TS-Räume. 2 Stück. Einmal für die Leute, die dort reden wollen und einmal für die Leute, die nur zuschauen wollen. Ich weiß zwar nicht, wieso einmal nur zuschauen, aber ihr wollt jetzt. So. Ja, dann gibt es halt jede Menge freie Räume, die ihr betreten könnt. Auf Wunsch kommen dann, können dann auch noch neue hinzugefügt werden. Im Moment sind es für 30 Leute der TS. Notfalls kann ich es vergrößern. Und die Nachfrage ist im Moment nicht so groß, dass ich noch vergrößern muss. Deswegen passt das fürs Erste. So, das war Hinweis Nummer 1. Dann geht das weiter zu den Kommentaren. Ich mache wieder nur so ein paar, die mich auch interessiert haben. Es sind meistens wieder die Leute, die eigentlich jedes Mal dabei sind in den News und Kommentaren. Und ja, dann kommt zum Ende des Videos oder mittendrin nochmal so ein kleiner Hinweis, worauf ihr euch auch nochmal freuen könnt. So, wir fangen an mit Drayman321. Wie ist eigentlich das Terraforming Tool? War leider seit ein paar Folgen nicht mehr dabei und selber am Zocken. Das Terraforming Tool in City Skylines heißt Terraform. Glaube ich. Ja, Terraform Tool heißt das so. Könnt ihr euch im Workshop einfach runterladen und es nutzen. So. Dann geht es weiter. Train Fever. Ich wollte schon wieder City Skylines sagen. Von der Kritiker. Hey Danny, macht gar nichts, dass die Folge Überlänge hat. Die neuen Depots sehen echt cool aus. Tolle Folge. Dankeschön. Dann von dem Löwe. 500. Super Folge, nein, ich würde dir aber raten, Kohle auch mit dem Zug abzutransportieren. Ja, das kommt morgen. Ich muss heute noch aufnehmen, deswegen kann ich schon sagen, das kommt morgen. So, dann kommt Bert. Bricht hier mal wieder. Da kommt man nach Hause, denkt sich nichts Böses und dann eine Folge 44 Minuten Länge. Das geht gar nicht. Jetzt muss ich sogar 2 Tassen Kaffee trinken. Und dazu 2 Stücke Kuchen essen. Bitte wieder 15 Minuten, dann ist es gut. Warum soll ich darunter leiden, dass der YouTuber vor lauter Bauen und Abreißen so vergisst, wie lange die Train Fever vorgeschrieben ist? Sorry, Bert, das wollte ich nicht. Ich habe ja wirklich nicht auf die Zeit geachtet. Ausnahmsweise, ne? Dann kommt Sensenpri Videolänge Top. Auch zu der extrem langen Überfolge Train Fever. Dann GZ02 auf der Rückfahrt auf das alte Gleis, welches wir aufrüsten sollen, auf 200 Stundenkilometer. Das könnten wir machen. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Schauen nach allen Linien, ob im Güterbahnhof. Schauen allen Linien am Güterbahnhof, ob sie sich zerschossen haben, weil Güter spazieren. Eigentlich sollten keine Güter mehr spazieren, außer die restlichen, die da noch laufen. So.
Castinho schreibt zum Beispiel: Hey Danny, ich bin relativ neu bei dir und finde deine Videos zu Train Fever echt gut. Dazu habe ich auch schon die erste Frage. Bei ca. 2 Minuten 30 deine Schienen manuell höher und tiefer legen. Kannst du mir sagen, welcher Mod das ist? Würde mir sehr helfen. Du kannst das einfach mit dem Pfeil, der neben dem Schienensymbol ist, wenn du die ziehst, kannst du doch sagen, entweder setzen oder nicht setzen. Und daneben ist irgendwie so ein Pfeil, in welche Richtung der zeigt. Wenn du da drauf drückst, kannst du die Höhe manuell festlegen und dafür brauchst du keinen Mod. Dann. Sensenpri mit M&M drehe ich nur, da baue ich nicht höher oder tiefer. Also da drehe ich mit. Wenn ich M&N drücke. So, Bus- und Bahn-Fan schreibt: Schöne Folge Train Fever. Könntest du vielleicht mal eine eingleisige Museumsbahnstrecke machen, die einmal rund um den Berg führt in abweichenden. Ah, nee, mit Ausweichstellen und Stellwerken. Zum Beispiel wie die Harzer Schmalspurbahn auf dem Brockenpferd. Natürlich muss der Museumsbahn dann eine Dampflok betreiben. Okay. Könnte mal gucken, vielleicht später, wenn wir mehr Geld haben, weil im Moment habe ich Größeres geplant. Der Löwe, der weiß das schon. Und ja, der weiß schon, was kommt. Dann. Meine Augen bringen mich um von Jan LP. Sie überkreuzen sich schon. Das bezieht sich mal auf. Gott sei Dank eine Folge, die schon etwas älter ist. Und zwar Depot V2 Speedbuild. Folge. Nee, Season 3, Folge 30. Wow. Ist die lang her? Ups. Okay. Dann von Roman. Cooler Bahnübergang. Genauso bergig wie in San Francisco. Ja, das kann sein, das bezieht sich mal wieder auf die Folge 25 von unserer aktuellen Folge Season Train Fever, Folge Train Fever, ja, Bombe. Dazu kommt dann noch Mr. Eru ist auch wieder dabei. Tolle Folge, habe länger nichts mehr kommentiert, war im Urlaub. Glückwunsch, ich hoffe der Urlaub war erholsam. Der Sensenpri schreibt noch: Werkstatt ausbauen. Der Bahnhof, Güterbahnhof. Aha. Ich weiß gar nicht mal gerade, wo die Werkstatt ist. Oder meint er die Werkstatt, wo der IC 2000 entfährt? Wahrscheinlich. Beat, wieso? Okay, ich lese ihn vor. Bitte nicht stören, ich gucke gerade Train Fever. Es lohnt sich ja auch mal so. Dann von Hermann 26, ihr müsstet mal einen Experten treffen bei dir. Nee, ihr müsstet euch mal mit allen Experten treffen. So, ist ja eine richtige Wirtschaft. Zu. Es war zu. City Skylines bezogen. Okay. Okay. Das war dann eigentlich schon alles, ne? So, nee. Jetzt machen wir noch von Hannes Gaming den letzten Kommentar und dann kommen wir zu den neuen News dann noch, also zu den letzten News und Ankündigungen. Oh nein, nun hat die nächste Runde schon angefangen. Wie süß der Max da klang. Oh Max, du wurdest geehrt von Hanse Games. Oh, wie süß. Oh. Nein. Ja, das war's eigentlich zu News und Kommentaren erstmal so, also zu den Kommentaren auf jeden Fall erstmal soweit. Dann kann ich schon mal ankündigen, dass es in Zukunft ein Gewinnspiel geben wird mit zwei oder mehr Spielen. So viel kann ich schon mal sagen. Und ja, wie das dann dazu aussieht, werdet ihr dann irgendwie entweder nochmal in einem Stream sehen oder mitkriegen. Ich weiß ja nicht, wie ich das dann genau machen werde. Jedenfalls wird dazu dann auf jeden Fall entweder ein Stream oder ein Video kommen, wo ich dann die Spiele sage, welche es sind.
damit ihr euch dafür einschreiben könnt. Und ja, das war's dann eigentlich erstmal soweit von dieser News- und Kommentare-Folge am 12.04. Und wir haben schon wieder so spät, ey. Das Jahr schreitet dahin. Naja, jedenfalls war es das für diese News- und Kommentare-Folge mit etwa 10 Minuten 30 ungefähr. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein, bis dann und ciao.